Wir sehen hier das Klassendiagramm unseres Sortierbands aus der Analysephase. Wir wollen nun in der Entwurfsphase das Klassendiagramm verfeinern. Wir wollen Sichtbarkeiten bei Attributen und Operationen hinzufügen. Des Weiteren werden wir den Typ von Attributen und den Ergebnistyp von Operationen bestimmen, sowie die Parameter von Operationen, falls welche vorhanden sind. Abschließend muss die Navigation von Assoziationen hinzugefügt werden. Als Werkzeug zur Erstellung des Klassendiagramms im Entwurf benutzen wir die Entwicklungsumgebung Rational Rose von IBM. Wir erstellen zunächst die Klasse Steuerung. Dazu ziehen wir eine Klasse auf die Bedienoberfläche und geben den Namen ein Steuerung. Die Klasse Steuerung besitzt drei Operationen, die wir hinzufügen müssen. Die erste Operation ist die Operation Start Sortierband. Wir fügen diese Operation hinzu und geben zunächst den Namen der Operation ein. Als nächstes müssen wir die Operation spezifizieren, das heißt die Rückgabetypen und die Sichtbarkeit. Da die Operation keinen Rückgabewert zurückgibt, wird der Rückgabetyp als Void deklariert. Des Weiteren bleibt für die Sichtbarkeit der Operation Public gesetzt. Auf diese gleiche Art und Weise können die anderen Operationen dieser Klasse und alle anderen Klassen mit allen benötigten Entwurfsinformationen erstellt werden. Als nächstes fügen wir alle Assoziationen mit den Navigationen hinzu, wie beispielhaft zwischen Steuerung und Magazin. Nachdem alle Assoziationen hinzugefügt wurden, ergänzen wir noch die entsprechenden Kardinalitäten, wie beispielhaft zwischen der Klasse Steuerung und Magazin. Nachdem wir noch die restlichen Assoziationen und Assoziationsnamen hinzugefügt haben, ist unser Entwurfsklassendiagramm fertig. Aus diesem Klassendiagramm können wir jetzt auch Code generieren. Dazu markieren wir das Klassendiagramm und wählen die gewünschte Zielsprache aus. In unserem Beispiel Java. Wir starten die Generierung. Die Generierung war erfolgreich. Wir schauen uns den erstellten Code in Eclipse an. Wir sehen hier die Klasse Steuerung. Oben sehen wir die generierten Attribute für die Assoziation der Klasse Steuerung. Darunter sehen wir die generierten Rahmen für den Konstruktor und die drei Operationen. Diese müssen noch vom Entwickler implementiert werden. Genauso wurde Code für die anderen Klassen unseres Sortierbands erstellt.